Es ist mal wieder Zeit für einen Disney Haul. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zum Disney Juni Haul. Ja, schon wieder ein Monat vorbei. Wir sind eigentlich mitten im Sommer, wo man manchmal rausguckt, denkt man, es ist noch April. Aber das ist halt dieses Jahr anscheinend so unser Sommer. Wir müssen mit Auf und Abs rechnen und müssen glücklich sein, wenn wir überhaupt einen Sonnentag haben. Ja, ich zeige euch wieder, was ich alles im Juni geshoppt habe oder zugeschickt bekommen habe. Und ich würde sagen, wir starten mal mit Belloshop Hong Kong. Ja, ich habe wieder bei Belloshop bestellt. Ich habe noch so viele Sachen auf meiner Wunschliste aus Asien. Die haben wirklich so tolles Merchandise. Und ja, ich habe mal wieder bestellt und damit starten wir. Ja, wir starten mit was ihr eigentlich schon gesehen habt aus meinem Haul, wo ich auf AIDA war. Mir ist aber leider kaputt gegangen. Mir ist auf den Boden gefallen. Und deswegen musste ich das jetzt nochmal neu bestellen, weil sonst würde mein Set ja nicht komplett sein. Und ja, das ist der Löffel, der Essenslöffel, da, von Duffy, der Suppenlöffel. Genau, ich habe ja Duffy und Shelly May und auch die passenden Essstäbchen mir gekauft und Duffy ist mir halt einfach runtergefallen. Ja, deswegen musste ich mir nochmal Duffy bestellen. Kostet ursprünglich in Hongkong 49 Hongkong-Dollar. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich genau bei Belloshop bezahlt habe. Es ist ein Personal Shopper und natürlich verdient er damit Geld und schlagt natürlich seinen Service mit drauf. Aber das ist halt so, sonst kommt man halt an die Sachen nicht anders ran, außer man fliegt selbst nach Asien. Ja, da war ja Xem gerade. Also wenn ihr Videos von Hongkong, Shanghai und Tokio sehen wollt, schaut mal bei der Xem vorbei. Xem for God. Ja, die war 3 Wochen in Asien unterwegs und ich bin so neidisch gewesen. Sie lädt jetzt peu à peu die Videos hoch, war auch in Tokio Fantasy Springs und ich bin echt neidisch gewesen. Habe immer geschrieben, oh, I'm so jealous. Sie hat mir auch was mitgebracht, eine Sonnenbrille von Lotso aus Hongkong, weil ich ein Outfit plane mit Lotso, wenn wir in Anaheim sind zusammen. Und ja, schaut da gerne mal vorbei. Die Videos sind halt auf Englisch, aber die sind auf jeden Fall super interessant. Bleiben wir bei Lotso. Und zwar, habe ich ja gesagt, möchte ich in Anaheim ein Lotso-Outfit anziehen. Und ich war ja zwar in Hongkong und hätte mir die auch noch selbst mitbringen können. Ich habe sie ja für Cheryl mitgebracht. Habe aber damals nicht dran gedacht. Jetzt habe ich halt ein bisschen mehr drauf bezahlt. It is what it is. Da sind sie. Die Lotso-Schleifenohren. Richtig süß finde ich die. Und ich habe mir auch ein richtig schönes Erdbeerkleid jetzt bei Shein auch bestellt. Ich habe zwar noch das T-Shirt, was ich mir mal letztes Mal bei Funko Europe bestellt habe, deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt T-Shirt anziehe oder das Erdbeerkleid, aber ich habe auch die Tasche, also es wird ein richtig süßes Outfit, was ich schon für Anaheim im Kopf habe und das werde ich dann wahrscheinlich im California Adventure anziehen. Ja, richtig cute, aber die riechen nicht. Genau, und die Ohren habe ich mir bestellt bei Belloshop. Dann eine neue Deppenkappe, wie wir Brina und ich so gerne sagen und einen neuen Fischerhut. Und ja, letztens hat mir eine geschrieben, es ist doch, mittlerweile könntest du doch schon ein Moni, zeig mal deine Fischerhüte oder generell deine Hüte machen. Ja, da bin ich dabei, könnte ich tatsächlich schon, deswegen steht das auf meiner Liste. Und ich habe mir den von Duffy and Friends bestellt, weil wie süß ist der bitte? Oh, ich finde den so süß, mega knuffig, den Duffy and Friends Fischerhut, Deppenkappe, wie man es auch mal nennen möchte. Echt süß. Ich habe jetzt mittlerweile auch viele Duffy und Friends Sachen, also Kleidung. Und dann kann man das echt schön kombinieren und auch mal im Alltag tragen. Wir haben ja keine Ohren. Dann hat mir Belloshop tatsächlich auch noch eine Einkaufstüte reingelegt von Duffy und Friends. Auch richtig, also das ist tatsächlich auch so immer so süß. Die legen auch mal so Einkaufstaschen mit rein. Klar, die bekommen die gratis, aber die sind auch mal sehr, sehr süß. Und da gibt es halt auch noch Plastiktüten. Ihr fragt mich auch immer, ja, wie ist das mit dem Versand und so weiter. Also es ist jetzt unbezahlt, ne? Hier, ich mache zwar sehr oft Werbung für Belloshop, aber ich werde nicht von dem bezahlt. Oder habe eine Kooperation. Also der Versand kommt darauf an, wo ihr bestellt. Wenn ihr Sachen mit aus Tokio bestellt, dauert es ein bisschen länger, weil die konsolidieren das alles in Hongkong.
und schicken es dann aus Hongkong raus in die Welt. Das heißt, wenn ihr in Shanghai oder in Tokio bestellt, kann es sein, dass es auch ein bisschen länger dauert. Wenn ihr nur Sachen aus zum Beispiel Hongkong bestellt, geht es, glaube ich, relativ schnell, wenn die Sachen vorrätig sind. Und ja, und der Versand, wenn es dann losgeschickt wurde, ist dann so innerhalb von 1 bis 2 Wochen, je nachdem, da. Ich glaube, hier musste, das habe ich nämlich zu meiner Mama geschickt, der musste meine Mama Zoll bezahlen. Das war aber, glaube ich, nicht viel, so 5 oder 10 Euro nochmal. Aber manchmal habe ich auch Glück und bezahlt keinen Zoll. Aber es kann sein, dass man Zoll bezahlen muss. Und dann habe ich hier auch noch eine Karte, ein Foto bekommen von Shelly Lou, glaube ich, ist es. Ich habe die Namen schon wieder vergessen. Also so ein Polaroid-Bild, auch recht süß. Und hier nochmal so eine Dankeskarte. Wo man die halt dann auch, ja, dass sie sich auch für den Einkauf bedanken. Also echt süße, sagen Goodies und Aufmerksamkeiten. Das war es aber noch nicht. Ich habe mir ja damals, als ich dort war, kein T-Shirt von Hongkong bestellt, aber das gab es damals auch nicht. Jetzt gab es das und deswegen habe ich es mir jetzt online mal bestellt und zwar mit den Duffy und Friends Charakteren, alle hier in der Mitte und Hongkong Disneyland als Text. Und ich habe es mir jetzt in M bestellt. Und ja, das ist auch total knuffig. Da hat jemand gerade was kaputt gemacht draußen. Ja, das ist einmal das T-Shirt. Und es ist auch noch nicht alles. Ich habe mir noch einen Rock bestellt von Duffy. Ja, irgendwie, keine Ahnung, bin ich jetzt bei Duffy und Friends hängen geblieben. Aber das Merchandise ist einfach auch so toll. Genau, den Rock hier habe ich bestellt. Das ist einfach ein brauner, mittellanger Rock. Sieht man hier. Ihr seht es auch im Try-On. Und was er eigentlich nur hat, ist die Knöpfe, glaube ich. Ja. Das Einzige, was hier Duffy ist, sonst ist hier, ich gucke nochmal. Ja, sonst ist hier nichts außer halt die Knöpfe. Die haben so einen Duffy-Kopf. Und kann man auch super zu dem T-Shirt, passt es perfekt. Und ich habe ja auch Ohren und so, also es ist ein sehr, sehr süßes Outfit. Die Preise habe ich euch jetzt bewusst nicht gesagt. Zum Beispiel der Rock hat jetzt 329 Hongkong-Dollar gekostet im Original. Was ich bei Belloshop bezahlt habe, weiß ich nicht. Ihr könnt da gerne mal vorbeischauen. Ich verlinke euch die Seite unten und ja, dann viel Spaß beim Stöbern aus Asien. Und dann habe ich ein Paket von Sugar Buddy bekommen. Habe ich euch ja schon mal in ein paar Hauls vorher vorgestellt. Da habe ich auch schon ein Paket bekommen von denen. Und jetzt habe ich die Lion King Kollektion bekommen und ich freue mich, die euch vorstellen zu können. Ich starte einfach mal. Es gibt keine spezielle Reihenfolge. Wir haben einmal hier eine Haarmaske mit Scar drauf. Genau, das die Produkte sind tatsächlich von Mad Beauty und es ist Mango und Papaya. Also ich liebe ja so exotische Gerüche. Dann haben wir dabei, ich muss es mal auf die Seite legen, habe ich hier schon aufgemacht. Und zwar 3 Reusable Make-up Remover Pads mit Simba drauf. Die zeige ich euch jetzt. Die sind nämlich sehr praktisch. Damit kann man das Make-up entfernen und die sind dann halt wiederverwendbar. Die schmeißt man einfach in die Waschmaschine und dann kann man sie beim nächsten Mal wieder verwenden. Und das 3 Stück davon packen wir hier wieder schön ein. Dann auch passend zum Make-up und zwar ein Cosmetic Hairband im Simba-Design mit den süßen Simba-Ohren. Dann haben wir einmal 2 Duschschwämme. Wie süß sind die bitte? Mit, ups, jetzt hat sich das hier ein bisschen verhangen in dem Etikett. Moment. Das haben wir gleich. Wenn ich das mache, kann ich euch ja noch was erzählen. Ja, also Sugar Buddy hat ganz viele Disney-Produkte. Es gibt jetzt auch ganz neu eine Stitch-Kollektion. Und aber auch Baby Yoda, also Mandalorian, Grogu. Und, aber auch Barbie zum Beispiel oder Kellogg's oder Harry Potter, glaube ich, auch aktuell. Also nicht nur Disney spezialisiert, sondern auch andere Produkte. Ja, hier haben wir jetzt 2 Duschschwämme, einmal mit Pumbaa und einmal mit Simba. Hier seht ihr Simbas Gesicht. Und hier einmal Pumbaa und ich finde den so lustig. Sein Gesicht sieht so witzig aus. Ja, also einmal 2 Duschschwämme. Dann haben wir hier ein Handcream Set mit Pumbaa, Timon und Simba. Jetzt muss mal gucken, ob die besteht, was das für Geschmacks. Also das ganz links ist Mango und Papaya wieder, der Timon. In der Mitte haben wir Pineapple und Lime, also Ananas und Limette. Und Pumbaa ist tatsächlich Wassermelone.
Also richtig tolle, erfrischende Düfte auch für den Sommer. Das riecht ja direkt nach Urlaub. Und ich finde, sowas kann man auch super verschenken, wenn man jetzt Geburtstag hat oder andere Möglichkeiten. Weihnachten ist ja jetzt auch in weniger als 6 Monaten. Kann man sich schon mal für Weihnachten damit eindecken. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Dann haben wir einmal eine Cosmetic Sheet Mask Collection of Circle of Life. Und da haben wir die total dämlich aussehenden Gesichtsmasken, ihr kennt sie schon, wo man dann halt ein Gesicht hat. Erstmal so sieht das aus, wenn man das auspackt. Es sind 4 Gesichtsmasken. Einmal Scar, wieder Timon, Pumba und Simba. Schauen wir mal, ob hier vorne drauf steht, was es ist. Genau, bei Timon haben wir weißen Pfirsichextrakt. Bei Scar haben wir Kokosnuss, bei Simba haben wir Mango und bei Pumba wieder Wassermelone. Also Pumba ist hier der Wassermelonenkönig. Und ja, ihr kennt's, so sieht man dann aus, wenn man die Maske trägt. Total dämlich, aber trotzdem sehr, sehr witzig. Und ist auch ein super Geschenkset, finde ich, weil das kann man dann hier so schön zubinden und das sieht auch richtig schön aus. Dann haben wir ein Make Your Own Bud Fizzer Set. Das heißt, man kann wahrscheinlich die Badebomben mixen, wie man möchte, um dann halt seinen Badewannen-Cocktail zu mixen. Finde ich auch eine witzige Idee. Und da haben wir auch wieder Simba und so, Simbas Tatzen und so, also überall dieses das König der Löwen-Thema. Und da haben wir auch wieder Papaya und Mango und Papaya und Mango, genau. Ja, Papaya und Mango lese ich gerade hier noch. Oder verschiedene Farben und da kann man sich dann halt so sein Cocktail zusammenmixen für die Badewanne. Und zu guter Letzt einmal das Best of Friends Bath and Body Gift Set. Ihr habt hier einmal ein Body Wash mit Simba, ihr habt eine Body Lotion mit Timon und so einen Handschuh mit Pumba. Auch ein richtig cooles Set, wie ich finde. Und ja, das sind die Produkte, die ich von König der Löwen... Ah ne, eins fehlt noch. Oh, mein Highlight liegt hier an der Seite. Und zwar die Seife. Ihr kennt sie schon. Das ist diese Schaumseife, die eine Form auf eurer Handfläche formt. Wir kennen sie alle schon aus dem Disneyland Paris und aus Walt Disney World, wo ihr die Mickey bekommt. Hier bekommt ihr die Tatze. Hier sieht man es hier vorne, glaube ich. Da bekommt ihr die Tatze auf eurer Hand, wenn ihr oben hier drauf drückt. Und das hat den Duft, schauen wir mal, Mango und Papaya wieder. Oh, ich freue mich schon, die auszuprobieren, die in mein Bad zu stellen. Ja, das ist das letzte Produkt, was ich von der Lion King Kollektion zugeschickt bekommen habe. Also es lohnt sich wirklich mal bei Sugar Buddy vorbeizuschauen, ob für euch selbst, macht euch selbst ein Geschenk für euren Körper, für euren Wellnessabend oder macht einen Wellnessabend mit eurer besten Freundin oder Freund oder verschenkt die Sachen. Also da sind die Möglichkeiten sehr, sehr groß bei Sugar Buddy. Schaut da gerne vorbei und ich habe tatsächlich auch einen Code für euch und zwar mit Monimaus spart ihr ganze 20% auf eure Bestellung. Also viel Spaß beim Shoppen. Den Link findet ihr unten wieder in der Infobox. Ja, wie ihr wisst, war ich ja in Erlangen letzten Monat bei der Comic-Salon eingeladen vom Egmont Verlag. Die Sachen zeige ich euch gleich auch noch, die ich dort bekommen habe. Aber ich habe ja meine Freundin auch währenddessen besucht und die Kredis. Und ich habe ein kleines Geschenk bekommen, so von Weihnachten noch, von Ostern, vom Geburtstag. Das haben sie mir dann jetzt persönlich übergeben, weil sie es nicht geschafft haben, zur Post zu fahren. Einmal einen Stitch, den man umdrehen kann. Und dann ist ja dieser Teufel-Stitch. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich vergesse immer, wie er heißt. Ich habe den Film oder die Serie mit dem Roten, glaube ich, auch nie gesehen. Aber auf jeden Fall ein richtig cooles Gadget. Kann man dann hier so drehen. Achso, so rum. Dann habe ich einmal Prinzessinnen-Sticker bekommen. Dann habe ich ein ausgemaltes Rapunzelbild von den Kindern bekommen. Genau, hinten stehen dann die Namen von Mama, Papa, die 2 Kiddies und mein Name drauf. Dann habe ich einmal hier so ein Kosmetikbeutel von Revolution bekommen. Und da ist auch ein Pinsel drin. Ach, sogar 2 Pinsel. Ja, so sehen die aus, die da drin waren. Dann noch ein paar Süßigkeiten habe ich bekommen. Dann hier den Labello mit Mickey Mouse. Kann man immer gebrauchen. Und zu guter Letzt hier, genau, so Kaugummis und so, die wollte ich euch nicht zeigen. Eine schöne Sticker von Beauty and the Beast mit Glitzer. Und eine Toni, und zwar die Aurora-Toni, die ich noch nicht habe. Ja,
vielen Dank an der Stelle an euch vier für das kleine süße Geschenk und hat echt Spaß gemacht, euch wiederzusehen. Ich zeige euch jetzt, was in der Goodie Bag war. Fangen wir an mit der Goodie Bag, die ich vom Egmont Verlag bekommen habe, zu Donalds 90. Geburtstag. Und bevor die Frage nochmal kommt, ich habe das Bild leider, was ich im Video erwähnt habe, dass ich das Bild von Ulrich Schröder leider irgendwie verlegt habe, verloren habe. Das ist leider nicht aufgetaucht. Das finde ich sehr, sehr schade und bin immer noch sehr, sehr traurig darüber. Wir haben erstmal so eine coole Papiertüte bekommen, hier mit Donald drauf. Da einmal war da drin diese Cappy mit Donald drauf. Dann haben wir einmal einen Funko Pop bekommen mit Donald, extra zu Donalds 90. mit den Herzaugen. Und dann, Moment, einmal das vom Donalds 90. Geburtstag die Ausgabe von, ist kein Taschenbuch, ist halt so eine, da sind auch Geschichten vom lustigen Taschenbuch drin, aber auch so eine Zusammenfassung, hier auch ein Artikel von Ulrich Schröder. Und das weiß ich, ob es das immer noch am Kiosk gibt, aber es gab es auf jeden Fall am Kiosk auch zu kaufen. Und dann habe ich hier noch ein Mickey Mouse Heft bekommen, was ich auch mal lesen kann. Genau, habe ich lange nicht mehr gelesen, so ein Mickey Mouse Heft. Und was haben wir dann noch drin? Jetzt muss ich mal gucken. Einmal Klebeband in Donald Optik. Klebeband und genau, noch Donald Sticker. Ja, das war's. Und da habe ich hier noch ein Prospekt, die Superkartoffel. jetzt muss ich das erstmal kurz auf den Boden stellen. Unversehrt. So, und dann kommen wir noch zu den Büchern. Ich zeige euch jetzt aber nur die Disney-Bücher, die ich bekommen habe. Erstmal habe ich hier so eine coole Tasche bekommen, also so einen richtig coolen, das lustige Taschenbuch Jutebeutel. Und ich habe noch einen zweiten Jutebeutel bekommen. Der war, glaube ich, auch noch in der Goodie-Bag drin. Und zwar hier den. Ach, wie cool ist der denn bitte? Also, und der hat richtig coolen, langen Henkel. Das ist vom Einkaufen oder so, wenn man unterwegs ist, richtig praktisch. Und, liebe ich tatsächlich. Ich habe ja auch immer irgendwie so eine Tasche dabei, wenn ich unterwegs bin. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Genau, die Disney-Bücher. Das und das hier. Ja, das sind die Disney-Bücher. Dann habe ich aber hier noch so Postkarten von Donald Duck. Haben wir auch auf der Comic-Salon mitgenommen. Und ja, genau. Die anderen sind. Wenn euch die anderen Sachen noch interessieren, was da noch so dabei war, schaut gern in dem anderen Video vorbei. Aber die zwei Bücher, die ich noch bekommen habe von Disney, ist einmal der Disney, der kleine Mäuseprinz. Ein so süßes Buch. Ich verlinke es euch auch gerne unten in der Infobox. Und als Goofy mit seinem Flugzeug in der Wüste abstürzt, trifft er dort mitten in lebensfeindlichen Sand auf den kleinen Prinzen Mickey. Mehr lese ich euch nicht vor. Ich zeige euch mal hier so eine Seite. Ich finde die Zeichnungen auch super schön. Also schaut euch das mal an, wie süß das aussieht. Also das habe ich einmal bekommen und werde ich mir auch tatsächlich einmal durchlesen. Finde ich total süß. Und Stolz und Vorurteil in der Disney-Version. Hinten habt ihr noch Donald und Daisy. Und ich bin ja eh so ein Fan von so Bridgerton und alten Geschichten und sowas. Deswegen finde ich das auch einen echt coolen Touch. Hier zum Beispiel einmal die Zeichnungen. Ja, also richtig coole zwei Bücher in meiner neuen Disney-Sammlung. Und wie gesagt, schaut da gerne beim Egmont Verlag vorbei. Ich verlinke euch die zwei Bücher auch unten in der Infobox. Da könnt ihr auf jeden Fall dann mal vorbeischauen. Und zu guter Letzt muss natürlich was aus dem Disneyland Paris dabei sein. Und wir bleiben beim Donald-Thema, weil Donalds 90. Geburtstag war ja im Juni. Und deswegen gab es da auch einiges von Donald. Aber erstmal habe ich ein kleines Geschenk bekommen von Magic and Charms Ariel. Und zwar so kleine Schlüsselanhänger. Ich habe sie im Park getroffen und die hat sie mir dann gegeben. Auch für Brina habe ich so ein Set. Und das sind so kleine Schlüsselanhänger in Waffel, Mickey-Waffelform. Richtig süß, wollte ich euch nicht vorenthalten. Also schaut da gern mal bei ihr vorbei. Bleiben wir bei Geschenken. Ich wurde ja auch von anderen Followern dann in deren Cinderella Suite.
ja, es war Cinderella Suite, du musst überlegen, Disneyland Hotel eingeladen, um mir die mal anzuschauen und so weiter. Und die haben tatsächlich den Disneyland Hotel Schlüssel geschenkt bekommen als Suite Gäste und wollten den nicht und haben ihn mir einfach überlassen geschenkt. Wie schön ist bitte dieser Schlüssel? Ja, also ein ganz besonderes Stück. Eine ganz besondere Erinnerung auch, dass ich da hin durfte. Wir haben auch einen schönen Abend verbracht bei einem ein oder zwei Gläschen Champagner. War auf jeden Fall richtig süß. Entschuldigt, jetzt hat kurz meine Mama angerufen. Musste ich mal dran gehen. Die hat sich nämlich Sorgen gemacht, dass ich mich heute noch nicht gemeldet habe. So sind das. So sind doch die Mütter, ne? Egal wie alt man ist, die machen sich immer noch Sorgen um einen. Ja. Dann machen wir weiter mit den Donald-Sachen, die ich mir gekauft habe. Das sind nicht die Donald-Sachen. Einmal die Ohren, die habe ich ja schon getragen beim Donald 90. Geburtstag-Video. Ich weiß auch nicht mehr, was sie gekostet haben. Ich glaube 26 oder 29 Euro im Park. Ich weiß es nicht mehr, das Etikett ist auch nicht mehr dran. Die gab es auch online, aber die Sachen waren auch super schnell ausverkauft. Dann habe ich mir natürlich das Beret gekauft. Richtig süß hier mit dem... Das ist ja nicht sein Schwänzchen, das ist ja sein Ding am Hut. Und das ist hier sein Schwänzchen. Da habe ich noch den Preis dran, es war 30 Euro. Das gab es tatsächlich nicht online zu kaufen. Aber finde ich echt mega cute. Und hier vorne steht auch Donald Duck drauf. Dann habe ich mir den Spirit Jersey gekauft. Den hatte ich ja auch schon und ich glaube, der war 80 Euro. Gab es auch online, aber war super schnell ausverkauft. Genau, hier einmal hinten, unten habt ihr die Donald Duck Zeichnung. Und vorne habt ihr das Donald Duck Logo und an der Seite habt ihr auch nochmal Donald hier im Arm in den verschiedenen Zeichnungen. Richtig toller Spirit Jersey, muss ich sagen. Also finde ich echt richtig schön auch mal, dass es so viel Donald Merchandise gab. Ja, das war es aus der Donald Kollektion, was ich mir mitgenommen habe. Ich habe mir dann noch die Ohren gekauft. Die König der Löwenohren. Habe aber gerade heute tatsächlich gesehen, dass es die aktuell auch im Disney Store gibt, im Sale mit 30%. Geht, glaube ich, noch bis Montag. Also das Video kommt am Sonntag online. Bis Montag geht der Sale. Vielleicht habt ihr ja Glück. Und im Park haben sie 35 Euro gekostet. Online gibt es sie auf jeden Fall günstiger. Ich finde die echt schön, auch mit der Schleife. Mal was anderes mit diesen Perlen. Und Timon und Pumba und Simba, Timon und Pumba auf der einen Seite und Hakuna Matata mit Sasu auf der anderen Seite. Und dann habe ich mir noch hier diesen Rucksack mitgenommen. Den gab es... Moment, mein Kamera ist in Tränen. Jetzt sieht die ganze Zeit diesen Fernseher da. Da habe ich ja meinen Bildschirmschoner immer. Da sind laufen so Bilder von mir im Disney-Parks. Und von mir und meinen Freunden im Disney-Parks habe ich als Bildschirmschoner. Also ihr habt gesehen, es war so ein kleines Päckchen. Und das kann man dann aufmachen. Und das ist dann tatsächlich ein Rucksack, den man benutzen kann für unterwegs. Machen wir mal zu. So sieht er aus. Hinten habt ihr die zwei Gurte und da sind halt auch so iconic Wahrzeichen aus dem Disneyland Paris drauf. Ihr habt das Schloss, ihr habt die Walt Disney Studios noch drauf. Also ich weiß gar nicht, wo bei mir auf die... Ach, hier an der Seite sind die Walt Disney Studios drauf. Ja, so ganz viele iconic Wahrzeichen aus dem Disneyland Paris. Und der hat auch nur 10 Euro gekostet ohne Jahreskartenrabatt. Und deswegen dachte ich, komm. Und sogar hier das, dieser... Diese Lasche zum Zumachen hat sogar Disneyland Paris draufstehen. Und ja, für 10 Euro mit Jahreskartenrabatt dann irgendwie 8,50 Euro, glaube ich. Kann man nicht sagen. Also für unterwegs echt praktisch. Dann hat mir eine liebe Followerin den Spirit Jersey mitgebracht. Den Donut Spirit Jersey. Da seht ihr ihn. Und der ist tatsächlich jetzt aktuell im Sale. Ich könnte ja wirklich brechen. Also... Oh. Der ist gefühlt 2 oder 3 Wochen im Park und dann wird er direkt in den Summer Sale gepackt. Also es ärgert mich richtig, dass ich jetzt noch nicht so ein bisschen warten konnte, weil ich natürlich wieder Angst hatte, dass er ausverkauft ist. Aber es ist halt so eine Angst, die man hat. Aber der ist so schön. Der kostet normalerweise 80 Euro. Ich weiß nicht, was er jetzt im Sale kostet. Und ach, wie schön ist bitte diese Aufschrift hinten. Mega schön in diesem Donut-Design. Vorne habt ihr auch nochmal den Donut mit in Mickey-Form. Und ich trage die Spirit Jerseys ja immer in S, das fragt ihr mich ja auch, weil die immer ein bisschen größer ausfallen. Richtig cooler Spirit Jersey. Dann hat sie mir auch noch ein paar Sachen dazugelegt aus dem Hotel New York. Ich vermute, sie haben dort übernachtet. Einmal ein Notizbuch mit dem Kugelschreiber aus dem Hotel New York. Dann einmal ein Vanity Set. Dann einmal die Seife aus dem Hotel New York.
und einen Ironman-Sticker. Mega. Vielen Dank an der Stelle fürs Mitbringen, fürs Zuschicken und so weiter. Bin ich immer sehr, sehr dankbar, wenn sich jemand erbarmt und mir was mitbringt, weil ich dann halt nicht vor Ort sein konnte, wenn es die Sachen gibt. Weil ich hab immer Panik, dass ich die dann am Ende nicht bekomme. Online gab es ihn auch oder gibt es ihn noch, aber mit Walt Disney World hinten, da bin ich nicht der größte Fan von dem Aufschrift. Ich bin, Disneyland Paris, finde ich, hat den schönsten Aufschrift, die schönste Aufschrift hinten. Kommen wir zu den letzten drei Sachen, die ich mir selbst noch gekauft habe, als ich im Juni dort war, und zwar die Bilder. Ich habe hier lange in den Vlogs, habe ich auch lange mit mir gehadert, soll ich sie mitnehmen, soll ich sie nicht mitnehmen. Ich habe eigentlich keinen Platz, sie aufzuhängen. Ich hatte mir überlegt, sie vielleicht hier hinter aufzuhängen und das andere zu ersetzen, aber es passt nicht nebeneinander. Es sind drei Stück, jeweils, jetzt müssen wir mal gucken, wie groß sie sind. Ich glaube 40 mal 30. Muss ich mal gerade schauen, ob das hier noch irgendwo steht. Ist es jetzt nicht mehr. Ich glaube, es waren 40 mal 30. Und ihr habt einmal hier das Cher Remy Design aus den Walt Disney Studios. Dann, das kann ich euch auch gleich zeigen, einmal die Walt Disney Studios selbst. Ist natürlich jetzt auch dann irgendwann unique, weil die Walt Disney Studios irgendwann weg sind. Und dann nochmal das Schloss. Und die haben jeweils 30 Euro gekostet, ohne Jahreskartenrabatt. Ich muss noch die Rahmen dazu bestellen. Wie gesagt, ich habe lange mit mir gehadert, aber ich finde sie doch sehr schön. Und man hat so ein Bild gesehen, da sahen sie aber auf den Artworks ein bisschen größer aus auf dem Bild, wie sie nebeneinander hängen. Und das sah echt schön aus. Deswegen habe ich sie jetzt einfach mitgenommen. Und ja, ihr habt schon gesehen, ich habe noch das Together-Notenblatt gefangen während der Show. Da haben mich auch viele gefragt, wie habe ich das gemacht? Weil viele haben die Show schon oft gesehen, haben noch nie ein Notenblatt bekommen. Ich saß relativ weit vorne, also nicht ganz vorne, wo man auch den Disability-Bereich hat, sondern schon, wo die Stufen hochgehen, aber relativ weit vorne, außen. Also wenn ihr könnt, sitzt außen, weil die Blätter fliegen ja vom Himmel, ne? Also ist jetzt kein großer Spoiler. Irgendwann fliegen die Blätter vom Himmel, relativ am Anfang. Und man darf sie natürlich einsammeln. Und viele Blätter landen auf den Stufen. Das heißt, wenn ihr an der Seite sitzt, könnt ihr einfach schnell aufstehen, so geduckt, ne, damit ihr auch keinen stört, und so ein Blatt von den Stufen aufsammeln. So habe ich es gemacht. Und einer hat mir auch danach geschrieben, mit meinem Tipp hat es dann auch endlich funktioniert, dass sie auch so ein Blatt bekommen haben. Also wenn ihr könnt, sitzt am Rand, relativ weit vorne, und dann bekommt ihr auch so ein Blatt. Wenn ihr weiter hinten sitzt, habt ihr die Chance, ist die Chance gegen null, weil die Blätter relativ mittig, relativ mittig eigentlich dann von oben runterfallen. Ja, genau, das war's. Das war mein Disney Juni Haul. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.